zum heutigen Testspiel. Am Mikrofon Manni Voigtmann und Frank Buschmann. An die Arbeit, Freunde. Ein wirklich erfahrener Schiedsrichter, dieser Wesley van Boom. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und er trifft! Bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Jetzt ein weiter Pass für Sergio Aguero. Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Der Ball ist frei. Sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Der Trainer der Heimmannschaft zeigt seinen Flügelspielern an, ihr sollt jetzt rochieren. Gehalten zunächst. Und die Abwehr aufmerksam. Jetzt greift er ihn an. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Higuain. Entwickelt sich eine Möglichkeit. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Villa. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Villa. Aguero. Klare Entscheidung. Ecke. Ganz schlechte Ecke. Jetzt! Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Hier sehen Sie im Vergleich die Statistik der Torschüsse von heute. Mascherano hat den Ball. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Und aus der Distanz hätte er beinahe getroffen. Mein lieber Kokoschinski, da packt er einen Hammer von Fernschuss aus und er schlägt auch noch beinahe in den Maschen ein. Und ganz ehrlich, da hätte er sich den Treffer verdient gehabt.
Paletta. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Was auf uns zu. Und was für eine klasse Tat. Higuain. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Feld, holen Sie sich den Ball zurück. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und der Ball springt vom Torhüter ins Tor. Ein wichtiges Tor für Argentinien. Und das unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Zur Pause können wir uns nicht beklagen. Es ist Spannung drin. Es sind auch ein paar Tore gefallen. 2:1 steht es hier. Wie haben wir das früher immer genannt? Eine Werbung für den Fußballsport. Sensationell. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Kick hier. Großes Kino. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. So langsam muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Zabaleta. Higuain. Kriegt jetzt als nächster den Ball. Villa. Schönes Stellungsspiel. So kann er den... Und jetzt hat er freie Bahn. Sofort abgezogen. Und er ist drin. Und wir wollten uns schon zurücklehnen, Buschi. Und dachten, jetzt ist die Nummer gelaufen. Ist aber gar nicht. Es gibt Mannschaften, Manni, die darfst du niemals abschreiben. Ja, der Trainer nimmt den raus. Der Spiegelwein erstmal nur abgewehrt. Thank you.
Mascherano hat den Ball. Ist doch heiß. Findet seinen Mitspieler. Er ist einfach zu früh losgelaufen und zwar ins Abseits. Es wird noch mal gewechselt in dieser zweiten Halbzeit, in der sie bis jetzt keinen guten Eindruck gemacht haben. Eine Auswechslung soll den Umschwung bringen. Viele drin gesehen, aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Wir haben es schon so oft erlebt, vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und Kopfball. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Mascherano hat den Ball. Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Jetzt sieht er ab! Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Banega. Langer Ball auf Messi. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Elegant, gut gesprungen. Da sieht der Verteidiger aber ganz, ganz albern aus. Manni, so ist das, wenn man mit Auge spielt. Und nun Lionel Messi. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Ein neuer Mann soll mithelfen, die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Da springt er wie ein Springbock und die Grätsche geht ins Leere. Zweikampf um den Ballbesitz. Jetzt wird's prickelt. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft sein. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Ja, da kommt was auf uns zu. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Langer Ball auf Messi. Und nun Lionel Messi. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Gutes, schnelles Passspiel. Die Möglichkeit. Macht er den rein, dann ist es der Ausgleich. Ja, und den muss er machen. Das ist die Chance überhaupt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein glasklares Tor. Normalerweise. Aber das ist im Fußball schon normal. Langer Ball auf Messi. Und zu früh gestartet. Abseits. Schiri.
Das war der letzte Pfiff, der Schlusspfiff.